bin gleich fertig. Nein, ich wollte dich treffen. Keine Ahnung, was ist, ich muss halt zumindest hier rein so treffen irgendwie. So, komm her, du dumme Kugel. Ich muss es so lange machen, bis diese Kugel zerstört ist. Nicht getroffen. Geht mal Schnaps gesoffen. So, jetzt. Ja, das ist cool. Er hat sie nämlich gesteuert. Hau ihn weg. Sind seine Finger, die ich kaputt machen muss. So, ja. Das ist schon kaputt hier, ey. Da hat er noch zwei und dann muss ich seinen Rüssel treffen. So, komm. Auf geht's. Nicht wahr, in so einem bescheuerten Feuerinferno getroffen zu werden, wie ich das auch nennen soll. Schreck dich mal. Ja. Lass dich ja an wie so eine... wie so eine Hyäne. Uah. Mir geht's auch tatsächlich viel besser, seit du wirklich in mein Leben aufgetaucht bist, fühle ich mich besser. Ich fühle mich nicht mehr so aggressiv und nix. Ist so einfach an mir verändert. Ja, die sind runtergegangen. Deine Lache ist zu süß.
Kann man eine Melodie schon draus machen? Ja, ich stelle mir das jetzt auf dem Konzert vor und machst daraus eine Melodie. Ja, ja, Kichererbse. Naja. So bis zum Rücken oder so. Höchstens bis zum Rücken. So Rücken, Halsnähe, was meinst du? Komisch, dass sie nicht halten wollen. Aber sonst kommst du mit mir klar, ja, auch wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat. Ich raff das nicht in dem Moment richtig zu springen. Gut. Ja, mir ist schon aufgefallen, dass wir uns in letzter Zeit eigentlich kaum schreiben. Ist auch gut so. Ne, die Worte. So, jetzt habe ich das endlich mal kaputt. Mein Gott. Jetzt noch abhauen und ihn den Master Emerald abjagen. Thank you.
So. Der wird schon mal mir und jetzt muss ich es noch schaffen. Ja. Somit habe ich den Master Emerald an mich gerissen. Das ist Angel Island, eine schwebende Insel. Warum die da war? Weil der Master Emerald weg war und deshalb konnte die nicht in die Luft. Ich hol gleich mit dem mal die Döner, ja? Ach so. Wir machen es zusammen, oder? Mache ich gleich sofort mit dir. Ja, vielleicht. Ich will es mir vor Ort angucken. So neu. Das habe ich aber noch nie so gesehen. Nee. Das war nicht im Original. Ja, Story-Modus geschafft, sehr schön. Alle Titel abgeschossen, Glückwunsch. Du kannst dir die besondere Endsequenz von Sonic Origins im Museum ansehen. So, das habe ich jetzt geschafft. Spiegelmodus. Spiegelmodus freigeschaltet, rase durch die umgekehrte Welt. Ja, kenne ich. So, beim nächsten Mal, Leute, werde ich euch mit den Missionen beglücken, wo ich dann halt... Gucken wir es erstmal eh an. Oh Gott. Ist auch noch so viel zu tun. Hier werde ich mich als nächstes beschäftigen mit, aber das erstmal ein bisschen später dazu. Dann gibt es noch den Boss-Turm, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Schauen wir mal kurz mal rein. Ach, hier kann ich Charakter auswählen, mit wem ich am besten den Boss bekämpfe. Gut, weiß ich Bescheid. Okay, also... Hier gibt es noch ein paar Dinge, die ich machen möchte in dieser Collection und dann ist sie auch durch damit. Cool. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo als Unterstützung. Beim nächsten Mal geht es hier wirklich weiter und dann, ja, werden wir mal gucken, was ich noch so freischalte. Sonst gibt es ja noch hier irgendwas Optionen. Mm-hmm.
Du mal. Könnte man mal machen. Ach, Museum, genau, da wollte ich mal kurz reingucken. Also hier gibt es Töne. Da kann ich jeden einzelnen freischalten. War das denn? Gott, hier gibt's so viel. Was ist das? Okay. Ach, hier kann ich die also kaufen. Gut, mit Münzen. Ja, das wird noch eine Arbeit werden. So, was haben wir hier? Illustrationen? Ich glaube, das mache ich mal wirklich in einem separaten Bonusvideo, wenn ich bis dahin soweit bin. Das kann auch lange dauern, Leute. Deswegen, wenn ich hier schon sehe, man kann hier noch voll viel freischalten. Noch nicht gesehen, ey. Gott, da habe ich noch zu tun. Ja, würde ich sagen.